Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Green Rider. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, no, no. She messed with the temperature. Hard wrote the song, but I am the messenger. Heute gibt's was ganz Besonderes. Die erste Folge von meiner Rubrik Style Check. Bubu. Okay, eins. Okay, zwei. Heute färben wir Haare. Also ich will schon die ganze Zeit über graue Haare haben. Das hier. Hab aber aus Versehen das Falsche gegriffen. Also das ist nach 8 Wäschen draußen, aber egal. Und so eine Olle im Laden hat mir gesagt, ich muss vorher das hier reinmachen. Mach ich das rein und angeblich habe ich danach richtig weiße Haare. Jackpot. Und dann mache ich das hier rein, wo ich dann hoffentlich graue oder silberne Haare habe. Und wenn es mir gefällt in silber, lasse ich sie mir richtig färben in grau. Wenn nicht, dann habe ich eben für eine Weile White Hair. Okay. Ach, im Übrigen, das ist die grüne Tasche, von der ich im letzten Video erzählt habe. Das ist die grüne Trinkflasche. Zack Plus. Also meine Haare sehen heutzutage so aus. Bis vor 2 Wochen habe ich sie mir eigentlich noch lang wachsen lassen und habe sie eben oben so einen Zopf manchmal getragen, wo ich euch jetzt mal hier und hier Bilder zeige. Ja, ich wollte im Endeffekt sie oben lang wachsen lassen und mir Dreadlocks machen und die dann in Grau oder Silber. Aber die langen Haare gehen einem so auf den Sack. Sack! Jo, und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, Haare ab und Haare grau. Dann gehe ich jetzt mal meine Haare waschen. Jo, jo, die Haare sind gewaschen. Schwupp, sie sind wieder trocken. Ich habe mir jetzt mal ein paar alte Sachen angezogen. Dann gibt's, wenn man das irgendwie irgendwo reinkriegt, dann geht das irgendwie nicht mehr raus. Ich habe mir noch nie die Haare gefärbt. Ich habe sie mir mal färben lassen in dunkelbraun. Die ist schon irgendwie geil. She would get the deal. Really, nigga? Dann, legen wir mal los. Hey! Dann geht's jetzt mal los. Ich habe meine Haare gefärbt. Erst waren sie dunkelbraun, blau, blond, lila, silber. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden damit. Zwar wird das herausgewaschen werden. Und ich glaube, hier hinten habe ich auch noch ein bisschen blond, aber naja, für das allererste Mal selber meine Haare färben, finde ich, ist es eigentlich ganz okay geworden. Wenn sie dann rausgewaschen sind, werde ich sie mir färben und zwar in so einem etwas dunkleren Ton als das hier, dass sie nicht so leuchtend sind. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich, gebt mir Kommentare, liked die Facebook-Seite, Snapchat, Instagram und Facebook ist alles mit drin. Und haut da rein! I don't fucking care.